Die Dinger wurden einfach ausgesaugt. Alter, was passiert denn da jetzt? Die Rainbow Friends verlieren ihre Farbe, weil das Augenmonster von Dorsey aussaugt. Und es wird eine ganz wilde Geschichte. Freut euch drauf, lasst ein Like schon mal da und wir sehen uns drin. Wir sind hier auf dem Kanal von Gummy Dora. Digga, hat ein bisschen was von Dorsey, findet ihr auch? Okay. Was zur Hölle geht da? Okay, okay. Blue versteckt sich vor irgendwas, hat einen Besen in der Hand. Junge, willst du Harry Potter Quidditch spielen oder was geht da? Hä? Verstehe ich nicht. Oh, irgendwas hängt da oben. Es ist tatsächlich Dors. Krass. Geile Animation, muss man sagen. Das ist echt gut gemacht. Sehr hochwertig auch. Der weiß, glaube ich, dass du da bist, Bro. Was zum... Wolltest du den mit dem Besen verprügeln? Boah, ich glaube, er ist dead, oder? Er hat den Stock in seinen Mund reinge... Digga, zu gut. Der hat eine Taschenlampe in seinem Rachen. Das ist, glaube ich, sein Problem. Kurz Zahnarzt geworden. Er nimmt ihn jetzt den Stock raus und rennt weg. Und der grabt ihn und ich glaube, er sagt Danke jetzt, oder? Er greift in seinen Magen und schenkt ihm ein Herz. Oha! Digga, einfach Rainbow Friends so mit Dors, Digga, so. Mit, ich glaube, Sieg heißt es. Ist da ein Spiegelei gerade? Junge, was? Hä? Sehr lecker, sagt Blue. Okay. Okay. Ja. Jetzt haben die das Ei geteilt, ne? Beide beste Freunde. Leute, das sind gute Freunde. Ich finde die coole Kombination. Nice. Neue Story. Sie verkaufen jetzt Spiegelei-Toast. Und ja, der haut jetzt halt die ganzen Herzen aus sich da raus, ne? Und Blue macht jetzt Spiegelei draus und die verkaufen das. Geile Geschäftsidee, Leute. Hashtag Herz, wenn ihr so Spiegeleier in Herzform feiern würdet, ne? Kann man ja auch machen mit so einer Backform. Geht das schon. Einfach zu wild. Voll nice, Leute. Sowas ist irgendwie schon cool. Und der haut da die ganzen Sandwiches rein, ne? Richtiger Profi. Jeder bekommt es. Sieht so aus, als würde das jedem schmecken. Besonders schmecken. Ist klar. Was auch sonst. Und beide haben jetzt ein lukratives Business aufgebaut. Gute Geschäftsmänner. Geile Story. Was haben wir hier? Namis Käse? Okay. Anscheinend ist Mami Long Max da gerade irgendwie am Käse verchecken. Und er meinte, Digga, um 6 Uhr, ich brauche so viel Käse, Digga. So viel. Das reicht ja gerade mal für eine Pizza, würde ich sagen, ne? Und dafür kriegt sie jetzt ordentlich Moneten, wenn sie das irgendwie hinkriegt. Oh, geheimer Tresor, Alter. Dickes Stück Käse raus, ne? Und irgendjemand riecht es gleich. Sie lässt die Käsetür offen. Das hätte ich nicht gemacht. Boah, ich hätte mir den Käse auch so reingehauen. Sie kommt wieder und denkt sich so, boah, schlimmer kann mein Tag nicht werden. Doch, wenn der Käse nicht mehr da ist. Und da ist eine Käsespur, die ins Loch da unten reinführt. Und da sieht sie die Rainbow Friends gerade essen. Und Red so, Leute, Leute. Und ich glaube, jetzt werden Leute zu Käse verarbeitet. Oh, Orange hat da reingebissen. Ich glaube, die ist ein bisschen sauer, kann das sein? Ah, schwierig, Leute, schwierig. Weiß ich ja nicht. Aber das wird jetzt eklig. Sie hat noch 3 Stunden Zeit, um den Käse jetzt zu machen. Ja, die macht jetzt safe. Die hat eine VR-Brille auf die Leute draufgelegt. Und was machen die da jetzt? Die drehen sich im Kreis. Aber warum? Ich verstehe es noch nicht so. Jetzt sind die selber Käse geworden. Digga, was für eine geile Erfindung, Alter. Außer Green. Der hat mal wieder nichts gesehen.
Der ist ja blind. Der kann ja nichts mit der VR-Brille machen. Sie braucht auf jeden Fall noch Käse. Und eine Stunde hat sie nur noch. Sie nimmt jetzt Green. Das ist voll niedlich eigentlich, ne? Jetzt wird er in der Waschmaschine durchgeschleudert. Wusste gar nicht, dass man so Käse herstellt. Mach ich gleich da unten meine Hose oder was? Gut, Käselieferung ist auf jeden Fall gesaved erstmal. Wer kommt da rein? Oh, der berüchtigte Kunde. Er macht schon diesen. Wo ist mein Käse, Bruder? VIP-Card von Mr. Rich? Und sie hat die dicke Käsebox an ihn gegeben. Der geht raus. Und sieht den Käse. Und das ist eine Maus. Das ist einfach eine Maus gewesen, hä? Okay, geile Story. Jetzt haben wir hier irgendwie noch so ein Geisterhaus mit Room 666. Sehr interessant. Das hätte ich nicht aufgemacht. Ich glaube, das ist nicht so eine gute Idee gewesen. Oh oh. Und Green, der guckt so niedlich. Aber das Ding wird die safe essen. Die sehen jetzt in... Alter, habt ihr das gesehen? Die Dinger wurden einfach ausgesaugt. Alter, was passiert denn da jetzt? Heiliger Bimbam-Mann. Das Teil absorbiert die Regenbogenfarben der Rainbow Friends. Ey, ich glaube, Red hat jetzt ein dickes Problem. Der muss jetzt hier irgendwie liefern und der hat eine Taschenlampe. Damit kann er das Viech auf jeden Fall ausschalten. Wow, Junge, das Teil wird gegrillt ohne Ende. Und da kommt der dicke Superlaser. Und er hat eine Sonnenbrille auf. Man kennt ihn. Wer hat die... Wer... Dicker, was? Jetzt gibt's erst eine dicke Schlägerei. Oh, er saugt Red aus. Green kommt. Und schlägt das Ding zusammen und reißt dem Teil sogar ein Auge raus, schmeißt ins Feuer rein. Und da ist ein Stück Fleisch. Ich hab voll Bock auf Essen gerade. Okay. Er pustet kurz warm und kann das essen, aber Red wird weiter ausgesaugt. Ist dir das eigentlich klar? Digga! Helf doch mal jetzt, Red! Der ist da einfach. Und er sieht es. Aber weil er halt so blind ist, kann das Teil wahrscheinlich nichts machen, oder? Er isst jetzt noch mehr. Er hat einfach sein Auge gegessen. Und er verwandelt sich in Green Hulk. Ich glaube, der Typ ist tot. Junge, einfach ausgenockt. Green. Und er nimmt das Essen und steckt es Red in seinen Mund und sagt, yo, Alter. Einfach Gegenmittel, ne? Ich glaube, der reißt ihm jetzt noch ein paar Augen raus. Aber müsste Red nicht eigentlich jetzt ultra stark sein? Ah. Jetzt kriegen die alle was zu essen. Ey, nee, zu gut. Das ist zu gut, Leute. Ich feiere das übel. Dinge seine Krone einfach Stirnband. Und das Teil macht sich direkt mal am Acker. Würde ich aber auch machen. Ich glaube nur, dass es das noch nicht war, oder? Ah, das ist Purple. Hau rein, Bre! Leute, das war's mit einer geilen Story in Rainbow Friends. Und falls ihr die gefeiert habt, lasst ein Like da. Und vor allem, Leute, schaltet ein Abo raus. Hier noch eine Videoempfehlung. Dickes Küsschen. Denno out.